Die kleinen und großen Probleme eines Monsters von Astrid Pfister. Krufu lebte schon seit der Geburt von Christopher unter dessen Bett. Erst unter der Wiege, dann unter dem richtigen Bett. Schon oft hatte er sich überlegt, herauszukommen, um freundlich Hallo zu sagen, aber er hatte schon ein paar Mal mitbekommen, dass Christopher große Angst vor Monstern hatte. Krufu konnte einfach nicht verstehen, warum. Er war doch so lieb und tat niemandem etwas zuleide. Sicherlich sah er ein bisschen anders aus als Christopher. Klein, rund und über mit braunem, zotteligem Pelz bedeckt. Aber jeder sah doch nun mal so aus, wie er aussah. Eines Tages, als er besonders traurig gewesen war, hatte er sich sein Fell kurzerhand abgeschnitten, aber das sah nur noch seltsamer aus und außerdem fror er dann immer so sehr im Winter. Er verstand Christophers Angst ihm gegenüber einfach nicht. Im Gegenteil, er selbst war äußerst schreckhaft und ängstlich und hätte sich gefreut, wenn er nachts zu Christopher ins Bett hätte kriechen können. Er war sich sicher, dass er ihn gut beschützen würde, aber das ging ja nicht, weil er dem Jungen keine Angst machen wollte. Aber je größer Christopher wurde, umso schwerer wurde er auch, und das war ein Problem für Krufu. Denn der Platz unter dem Bett wurde immer weniger, und Krufu litt schon, seit er ein kleines Monster war, an Platzangst. Nach und nach räumte er alle seine kleinen Möbel unter dem Bett weg. Seine kleine Couch, seinen Tisch und sogar sein kleines Monsterbett, damit er mehr Platz hatte. Aber Christopher, der von alledem nichts ahnte, machte es dem kleinen Monster nicht gerade einfach, denn sein liebstes Hobby war es, abends im Bett herumzuhüpfen oder sich darauf fallen zu lassen. Und je wilder Christopher tobte, umso weniger Platz blieb Krufu und umso mehr Angst bekam er. Er musste immer lachen, wenn er hörte, wie Christopher sich ein Monster vorstellte, denn er war das genaue Gegenteil. Er wusste zwar nicht sicher, dass alle anderen so waren wie er, aber er schätzte es schon. Auch seine Eltern und Geschwister waren durch und durch friedfertige Wesen. Das alles wäre ja nur halb so schlimm gewesen, wenn nicht vor einigen Tagen ein neues Problem hinzugekommen wäre. Es fing damit an, dass Krufu andauernd niesen musste und auch sein Hals kribbelte unangenehm. Wahrscheinlich eine Erkältung, dachte er, und versuchte viel zu schlafen, aber auch am nächsten Tag waren die Symptome noch nicht besser. Er wartete, und als auch nach 2 Wochen keine Linderung eintrat, ging er zum Arzt. Dieser untersuchte Krufu von oben bis unten, und nach einigen Stunden stand seine Diagnose fest. Krufu litt unter einer Hausstauballergie. Der Arzt erklärte ihm daraufhin, dass Krufu weder in der Nähe von Teppichen noch unter einem Bett leben dürfte. Dort würde sein Niesen immer schlimmer werden. Krufu verabschiedete sich und ging nachdenklich nach Hause. Draußen fühlte er sich besser und er dachte schon, der Arzt hätte sich geirrt. Aber als er unter Christophers Bett kroch, verstopfte seine Nase und sein Hals fing wieder an zu kribbeln. Sofort machte er einen Großputz, saugte und wischte, bis alles glänzte unter dem Bett.